Fans, tja, seit langem mal wieder ein ausschließlich Kaninchen-Video. Es gab ja schon den einen oder anderen von euch, der sich da bei mir beschwert hat. Ich habe sogar eine Nachricht erhalten, wo jemand gesagt hatte, dass ich ja viele Abonnenten verloren habe, weil ich nicht mehr so viele Kaninchen-Videos drehe. Ich kann dich beruhigen, ich habe nach wie vor mehr Abonnenten gewonnen als verloren. Abgesehen davon ist mir das eigentlich total egal, wie viele Abonnenten ich habe. Ja, ich mache das hier mit den Videos, weil es mir Spaß macht. Ich habe Spaß an den Schneiden der Filme, an den verschiedenen Aufnahmen. Ihr konntet das jetzt vielleicht wieder sehen. Das Video ist relativ aufwendig gedreht und mir macht das einfach Spaß. So nebenbei meine Tiere beobachten, das macht mir auch Spaß. Und das Futter holen macht mir auch Spaß. Ihr macht das vielleicht auch so, vielleicht auch nicht. Viele von euch werden es sich bestimmt einfach machen und einfach diese Pelletstüten da, das ganze Pellet, verfüttern. Und die wenigsten beschäftigen sich mit Pflanzenkunde, Kräuter, Wiesenkräuter und ja, sorgen somit auch nicht dafür, dass es ihren Kaninchen tatsächlich gut geht. Dabei muss man gar nicht so viel beachten, um es einen Kaninchen gut gehen zu lassen. Aus meiner Sicht, das was meine Beobachtung halt hergibt, ist es, am wichtigsten, dass das Kaninchen ausreichend tolle Nahrung hat. Also so Wiese ist das Beste, was man füttern kann, ist meine Sicht. Und wenn man die Kaninchen dabei beobachtet, die fühlen sich wohl. Die sind da total glücklich. Und ja, neben dem Auslauf, den man den Kaninchen noch bieten kann, ist das das Wichtigste überhaupt. Also ich muss euch gestehen, nicht jeden Morgen gehe ich da auf die Wiese und rupfe das alles per Hand. Das habe ich heute gemacht, weil dort auf der Wiese, wo ich bin, ist es wirklich so vereinzelt bloß, wo diese tollen Kräuter wachsen und mit der Sense macht sich das einfach doof, diese Sachen alles herauszuholen. Im Normalfall fahre ich halt etwas weiter weg auf eine Wiese, da gibt es auch schon Videos dazu, wo ich dann einfach die Sense nehme. Allerdings sind da ganz andere Kräuter auf der Wiese als hier. Ich will es jetzt gar nicht so im Detail erklären, was ich jetzt hier alles gefunden habe. Dazu gibt es ja schon ein anderes Video mit der Caro, das ist eins der letzten, da könnt ihr das sehen, was es alles so auf der Wiese zu finden gibt. Und ansonsten habe ich halt einen Garten, das wisst ihr auch, und dort gibt es auch eine Menge Futter, was ich halt verwerten kann, wie zum Beispiel das Topinambur, die ganzen Kohlblätter, die ich jetzt habe. Meine Kohlpflanzen sind alle nicht geworden, aber die Blätter schon und die habe ich jetzt regelmäßig verfüttert. Die Erbsen wurden verfüttert, dann habe ich Erdbeerblätter verfüttert und ja, Möhrenkraut, Selleriekraut,
Fenchelkraut, alles so nebenbei als Leckerlis. Tomaten fressen meine Kaninchen nicht. Auch Surimi habe ich schon probiert, fressen sie auch nicht. Hingegen die Gurken werden bevorzugt weggenagt. Und das ist so, was meine Kaninchen halt tagsüber bekommen. Ich füttere die übrigens in der Regel zweimal. Ja, die Kaninchen, die bei mir gestorben sind vor einiger Zeit, hatten eindeutig ein Virus, RHD. Das ist jetzt natürlich auch ein Nachteil, wenn man die Wiese holt, denn das Virus RHD kann über diese Wiese eingeschleppt werden. Denn Wildkaninchen haben das öfters auch in sich, dieses Virus. Und wenn die dann halt auf der Wiese grasen und da ihr Geschäft erledigen und man weiß es ja nicht, und dann hat man das halt ruckzuck im Grünfutter. Tja, aber ist halt so. Ich werde trotzdem Grünfutter weiterfüttern, weil ich fest der Überzeugung bin, dass das extrem wichtig ist, um es einem Kaninchen gut gehen zu lassen. So, das soll es eigentlich heute schon wieder gewesen sein zu diesem Thema. Ich habe auf der Wiese, wo ich vorhin war, viel Brennnessel entdeckt. Und auch noch auf einer anderen Wiese weiß ich, dass da flächendeckend Brennnessel existiert. Und die werde ich mir auch noch holen und trocknen als Wintervorrat. Vielleicht auch fütter ich das auch zwischendurch. Ja, und so ganz nebenbei ist mir aufgefallen, dass dort eine Riesenfläche voller Brombeeren wächst, habt ihr ja gesehen, und die werde ich mir dann auch noch holen. Also ich brauche ja nicht alles selber anbauen, wenn es draußen in der Natur wild wächst und wahrscheinlich keiner weiß, dass es da wächst, weil halt keiner das bis jetzt bemerkt hat. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß mit euren Kaninchen. Geht einfach mal raus auf die Wiese, wenn ihr es noch nicht getan habt, und sucht solches Futter zusammen. Beschäftigt euch einfach mal mit den ganzen Leckereien, die es da gibt für die Kaninchen. Und eure Tiere werden es euch danken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt Jörg.